Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build a Forest bei Mr. Ben. Servus Ben. Und hi Chris. Und ich muss gleich was beichten. Und zwar, wir haben jetzt einen neuen Spielstand angefangen und ich habe irgendwie die Hälfte nicht aufgenommen davon. Ich weiß nicht, irgendwie ist die Aufnahme abgekackt. Und ja, eigentlich, was wir gemacht haben, ist, wir sind hierher gegangen, wir wollten hier ein kleines Lager aufbauen, wir sind im Hard Mode. Und ja, das haben wir jetzt. Wir haben quasi die erste Nacht jetzt gerade überlebt. Das ist jetzt gerade, die Sonne geht gerade auf und ja, fangen wir halt jetzt einfach hier an. Ja. Na, Ben. Der Vorteil daran ist, wir brauchen wenig Gesprächsthemen, weil wir können alles, was wir bisher gesagt haben, jetzt einfach nochmal wiederholen. Ja, wenn du alles so wiedergeben kannst, ist das ganz nett. Eigentlich haben wir uns so viel Mühe gegeben mit dem Anfang, weil ja, ich habe quasi das Video geskippt. Es sah so aus, als wenn der Chris alleine das Let's Play macht. Und dann bin ich eben so aus dem Wald rausgekommen und hab eben halt ein bisschen aufgezogen. Ja, und wir wollten eigentlich erst ins Schneegebiet gehen und im Schnee ein bisschen survivalen, weil da waren wir noch nie. Aber hier waren wir auch noch nicht und ich finde die Insel ziemlich geil. Wir bauen da jetzt einfach eine natürliche Festung draus. Ja, aber im Schneegebiet hast du ja diese Kälte noch zusätzlich als dein Feind. Ja, und eben. Wir waren schon im Schneegebiet, aber wir waren noch nie quasi sesshaft da oben. Zumindest nicht als Let's Play. Ja. Genau, bevor wir mit dem Let's Play angefangen haben. Ernsthaft, du machst den letzten Schlag und jetzt fällt der in die Richtung. Lol. Du bist. Ah. Ja, ich wollte dir helfen, sorry, ich hole dir da hinten. Lol, jetzt. Das Baumloch ist eh gleich fertig. Das braucht, glaube ich, schon noch einen. Und halt noch Sticks. Tatsache. Ja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr unsere Location hier findet. Ich glaube, die ist ganz geil. Wollen wir noch ein Tor irgendwo hinbauen? Eins ist, glaube ich, ein bisschen weniger, ne? Ach, lass erstmal das eine. Wir müssen erstmal die 200 Stöcke da verbauen. Und ich hab Durst, weil es gerade regnet. Ich baue mal so ein Ding auf. Ah ja, genau, was ich in der ursprünglichen Aufnahme vorhin noch erwähnt habe. Wo ist denn das hier? Was denn? Wir fanden es ziemlich geil, eure Reaktion auf unsere letzten Forest-Videos mit den teilweise 1300 Klicks. Das ist einfach gigantisch. Ja. Für das bisschen, was wir da am Schluss gemacht haben. Und wir sind jetzt dann auch schon bald bei 300 Abonnenten. Also 270 haben wir jetzt gerade und das ist mega. Also vielen, vielen Dank. Ja, mega geil. Sau geil. Eigentlich haben wir ja damit nur so aus Spaß angefangen, ne? Ja. Dann muss immer mehr. Weil wir halt einfach nicht wussten, wie wir den Tag rumbringen sollen. Stickies. Sticky die Stick Stick. Ich muss da nur aufpassen, wenn ich den Spielstand speichere, dass ich nichts anderes überspeichere. Ja. Und ich hab's zwar vorhin schon gesagt, aber es ist ja wie gesagt alles weg. Oh geil, das Baumhaus ist fertig. Yay. Und der Baum wurde gleich mal ordentlich rasiert. Sieht cool aus, wenn du mal guckst. Sieht aus wie so ein Gallierdorf. Ja, und der Baum wurde rasiert, damit die Äste ja nicht reinwedeln. Geil. Ja, gefällt mir. Und man kann hier drin speichern und die Nacht überspringen. Toll. Also, die letzte Nacht, sorry Ben, die letzte Nacht war ein bisschen krass. Also, wir hatten eigentlich keine Ruhe vor Eingeborenen. Ich weiß nicht, ob das normal ist im Hard Mode. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wobei ich habe noch nie den Hardmode gespielt. Wobei ich aber auch sagen muss, als wir die erste Staffel angefangen haben und wir quasi unser kleines Hüttendorf gebaut haben, ja, da wurden wir auch in der ersten Nacht, in der ersten Nacht komplett fertig gemacht von denen. Na gut, stimmt. Also das hat, glaube ich, echt nichts zu sagen. Wir haben es halt auch drauf angelegt, wir haben es ja gleich im ersten Augenblick konfrontiert. Ja. Wir sind nicht zurückgewichen. Das mit einem einfachen Speer. Nix abgegradet, gar nichts. Ja, jetzt haben wir schon abgegradet. Jetzt haben wir ein paar Knochen dran. Da geht jetzt schon deutlich mehr wie vorher. Ach, und Paul, falls du das siehst, wir haben dein letztes Forest-Video gesehen mit dem Fettsack. Denk dran, wenn Eingeborene bzw. Mutanten ins Wasser gehen und der Kopf ist einmal unter Wasser, dann ersaufen die. Dann war's es.
Also ja. So haben es wir auch in der Höhle gemacht mit manche Amsis. Wir haben die einfach ins Wasser gelockt. Ja, so ungewollt. Ja. Der erste ist uns einfach Akro hinterher und voll ins Wasser und war weg. Komm nicht mehr hoch. Was ist eigentlich da hinten? Da rennt schon wieder eingeborene rum. Ach, hier und sind wir. Wir brauchen noch Stiggies. Ach, lol. Ja, da hinten ist noch so ein eingeborenes Dorf in deine Richtung. Ja, genau, hab ich grad gesehen. Da ist auch so eine Zeltstadt. Mhm. Bam. Ich weiß jetzt natürlich gar nicht mehr, was wir die Folge jetzt gesagt haben, also beziehungsweise in der Aufnahme gesagt haben, die wo verloren ist und was nicht. Also wir wollen auf jeden Fall die Folgen hier quasi der neuen Spielstein, der soll eigentlich nur jetzt so ein bisschen bauen dienen. Also wir sollen, ja. Wenn man da nichts Großartiges, nur ein bisschen bauen, ein bisschen labern. Aber ein bisschen gechillt. Einfach, dass das Spiel jetzt nicht still läuft oder still steht. Ja. Still läuft. Warum sage ich still läuft? Keine das Ahnung. Ist nicht mal ein Wort. Es läuft still. Keiner hört's. Oder sieht's. Warum? Weil der Chris die Aufnahme verkackt. Ja, ja. Das gefällt mir. Ey, ich muss mich drüber freuen. Sonst war es ich immer, der es versaut hat. Das Beste war, wo du die ganze Folge danach gelabert hast. Das war echt geil. Das hat mir getaugt. Ja. War mir fast klar, dass dir das taugt. Was ist denn hier los? Wie konnte man das nochmal machen, dass das in beide Richtungen aufgeht? Keine Ahnung. Hä? Was denn? Du hast es doch nach vorne gebaut, ne? Ja. Ja? Bei mir springt das nicht um, das ist nur. Das ist. Also. Hä, wie soll ich das erklären? Was denn? Da sind noch so, ist doch so ein quer, so ein Baumstamm. Ah, wann meinst du? Hier geht's, okay. Ja. Dann mach da das Tor, da ist eher am geradesten. Da würde ich auch eine kleine Brücke hinbauen. Hier wird's gehen, so. Ja, so, mach es so, das ist perfekt. Okay. Warte mal, da mache ich so ein Bluescreen mit einer kleinen Brücke, okay? Oh ja, genau, geil. Nice. Oh, nee. Ein Bluescreen? Ach komm! Blueprint. Ey, das sind Anzeichen für einen Schlaganfall. Ja, weil ich einmal verlaberst, weißt du? Ja. Schlaganfall gefährdet. Am besten geht's gleich zum Doktor. Mach ich auch. Und lässt dir Rente geben. Mach ich vielleicht auch. Ja? Ist ja. Frührente, ne? Ja, ist doch geil. Das ist schon geil. Nein, noch nicht mit 28. Hab ich keinen Bock ja. drauf. Voll, jetzt weiß jeder, wie alt ich bin, danke. Ja, und? Die werden sich jetzt denken, oh Gott, so einer spielt Forest. Ich bin voll viele Forest. Ich weiß. Samme. Eigentlich könnten wir mal ein bisschen mit anderen Leuten zusammenspielen. Vielleicht mit Leuten, die unser Let's Play schauen. Wenn ihr auch Forest. Wir könnten, haben. Aber wir wissen nicht. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da drauf Bock hättet. Vielleicht machen wir mal sowas. Ist ja, warte, schau mal. Fall. Was? Plattform. Warte, ich fahr noch schnell in den Baum weg hier. Bin gerade schon dabei. Warte, ich hab so einen rauen Hals. Ich war die ganze letzte Woche übelst krank. Also Grippe und alles, was man so haben kann. Außer Syphilis. Durchfall. Durchfall hatte ich nicht. Geil. Sonst Pesten so hattest du, oder? Ja, so ziemlich, ja, doch. Gibt's Ball und Clown-Seuche. Gibt's eigentlich ein Gegenmittel gegen Pest? Ja, waschen. Ja, nee. Das müsst ihr ja heilen können, irgendwie. Ja, aber es gibt ja keine Pest mehr. Die Pest brach aus, weil sich die Leute nicht gereinigt haben oder weil sie überall den Dreck rumflacken haben lassen. Ja, aber irgendwo in Afrika oder so ist es ja noch so, manchmal teilweise, ne? Ja. Da kannst du ja noch auswaschen. Ich will da jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen, weil das liegt einfach an der Infrastruktur. Da kannst machen, was du willst. Das wird die nächsten Jahre nichts.
Ja, stimmt wohl. Also ohne, dass ich jetzt hier rassistisch klingen will, aber die Pest bricht nur aus an Orten, die absolut keine Hygiene oder sonst irgendwas haben. Früher im Mittelalter, da haben sie einfach ihren Unrat und ihren Kot und was auch immer beim Fenster rausgekippt. Alter, der, was unten durchging, der hatte halt die Arschkarte. Im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Und da war alles ekelhaft, weißt? Die haben geranzt, die Leute. Später ja auch in der, wie nennt man die Zeit, wo Mozart uns so gelebt hat? Gib's mir. Nö. Mann, das ist Sack. Weißt, da bei Mozart und so, da haben sie sich auch nicht gewaschen. Die haben sich einfach bloß einparfümiert, wenn sie gestunken haben. Ja, französisch duschen nennt sich sowas. Ja. Weißt, da kannst du bloß schimmeln. Ja, klar. Da kriegst du irgendwann grüne Flecken und dann war's es. Du hast sogar als Untermensch wurdest du gehandelt, wenn du dich gewaschen hast, wenn du Wasser an deinen Körper getan hast. Ja, Gott, ey. Das ist echt so. Da war ich lieber Untermensch und war sauber. Scheiße, hier labern. Ein Stamm noch, dann ist die Brücke fertig. Ja, ich hab ihn dabei. Geil. Die Tore gingen jetzt von innen nach außen, also komplett in beide Richtungen auf, ne? Ja, das haben sie gefixt. Ja, das ist gut. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Deko. Deko? Mach bitte so Skull-Lampen. Gleich. Ich muss sagen, hier am Tag ist es echt ruhig hier. Ja, ist nicht wirklich was los, gell? Ja. Oh lol. Warte mal damit, vielleicht geht das Sound-Tor nicht mehr auf dann, oder? Das buggt in den Ding rein, glaube ich. Ja, das ist Forest. Könnte schon sein, stimmt. Ich habe auch bald wieder Hunger. Also wenn du irgendwie mal einen Lurch oder so siehst. Ich hab sau viel Fleisch dabei. Ja, dann leg's doch mal am Grill. Doch. Haben wir eigentlich schon einen Topf? Nee, ne? Ich hab einen Topf und du hast einen Topf. Oh, stimmt. Stimmt, wir waren ja vorhin in diesem Camp. Bams, bams. Pack einfach mal alles bams, drauf, weil. Bams. Ob es jetzt vergammelt oder ob das ist, macht eigentlich gar keinen Unterschied. Also es liegt auf dem Grill. Ja, also zwei Stück nehme ich auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt glaube ich 6 oder 7 so Fleischspatzen draufgelegt. Wir können uns auch natürlich ein Drying Rack bauen wieder, gell? Ja, ich weiß. Dann können wir das, verschwenden wir das nicht so. Das gute Fleisch. Ja, aber hier ist ein bisschen Stick-Knappheit. No, der geht nicht kaputt, ne? Doch, der geht gleich kaputt. Achtung, aber ich hab 3 Vögel erschlagen mit dem Baum. Oh, das sind Federn, das sind Federn. Wir können uns bald schon den Logsled bauen. Ja. Wenn es so weitergeht. So. Ja, was ich vorhin noch erzählen wollte, wo ich dir gesagt habe, wegen, dem Lego Star Wars Bild, gell? Ja. Was ich mir überlegt habe, ich hab's ja früher als kleines Kind, habe ich ja übelst viel so Lego Sets gebaut. Und das war eigentlich 99% waren Star Wars Sets. Und ja, was meinst du damit? So fertige von Lego oder selber gebaut oder irgendwie? Fertige, also so Packung auf, Anleitung. Und dann, Ahnung, so ein X-Wing, Y-Wing, ja, TIE Fighter. Ja, ja. Einfach alles, was es damals so gab. Und ich hatte da extrem viel. Und ich habe letztens mal so aus Langeweile einfach so am Computer geschaut und habe halt so nach den Sets gesucht, die ich halt ursprünglich hatte. Ja. Und die sind mega viel Asche wert inzwischen. Ja. Weil, wenn du so auf die Zeit zurückrechnest, wie alt ich bin, wann ich das gespielt habe, ja, da kam... So circa, ne? Ja, so lange ist es so nett, aber... Ja, wohl, ja, so. Ja, 16, 17 Jahre kann man schon sagen. Und da waren ja so Episode 1 und so, weißt, da kam das mit dem Lego Star Wars erst richtig raus, da haben sie ja die ganzen
die alte Trilogie und alles mit Spielen, also mit den Lego-Sets eben nachgebaut. Ja, damals und war das ja noch gar nicht so, dass du ja jeden Film da mit Lego, Lego irgendwie nachbauen konntest. Ja, und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde die ganzen alten Sets, die ich habe, die sind teilweise zerlegt. Ich will die wieder zusammenfügen und will sie dann zu Hause ausstellen in der Vitrine. Ja. Das werde ich wahrscheinlich mal wieder vorhaben oder machen oder tun. Davon machst du ein Let's Build oder was? Nein. Einfach so, dass es wieder zusammengefügt ist, weißt du? Okay. Ja, cool. Kannst du schon machen. Und die werde ich mir dann irgendwie in eine Vitrine oder so stellen. Wenn du mir davon Bilder schickst? Sofern ich die wieder zusammenkriege. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Anleitung aufgehoben habe. Das wäre natürlich schon sehr madig. Ja, also so ein Ding ohne Anleitung wäre schon blöd, ne? Aber eigentlich habe ich, oder ich weiß es noch, im Keller ist ein Schrank, also bei im Elternhaus quasi, das sind extrem viele solche Star Wars Lego-Schachteln. Und ich denke, dass in jeder dieser Schachteln auch die Anleitung ist. Das könnte sein, ja. Weil ich habe da damals sogar ein Ringbuch angelegt, wo ich die ganze Anleitung abgeheftet habe. Also es müsste eigentlich doch vorhanden sein. Ja, mal schauen. Ja, hier sieht schon geil aus, ey. Ja, das hat was. Ja, doch, mir gefällt es. Es könnten weniger Steine sein, aber sonst passt es eigentlich. Ja, gut. Es liegt da übrigens noch was auf dem Grill, ne? Das war irgendwie ein bisschen verbrannt, so wie es aussieht. Ja. Also ich bin satt, ich brauch gar nichts. Das mit der Brücke ist auch geil. Ja. Hat was. Definitiv. Ist mal wieder was Neues. Hat nicht jeder. Ja, an die Stelle haben wir letztens erst gesehen, gell? Ja, das sind wir, glaube ich, wo wir LOL? Unseren Speedrun hatten. Was denn? Was ist mit der LOL? Hä? Ist das eine Schildkröte? Ja, guck, wie die rumfliegt. LOL? Und wieso ist die tot? Ja. Alles klar, die nehme ich mit. Okay. Ja. Hast du gesehen, wie die rumgeflogen ist? Ich habe die bloß rollen gesehen. Die hat sich so Chuck Norris-mäßig abgerollt. Okay. Hilf mir mal schnell mit dem Schlitten. Ja, das schaue ich noch schnell in den Baum hin. Ja. Brauchst du Sticks oder was? Ja, das Teil braucht 21 Sticks. Lol. Baumfeld. Wollen wir uns eigentlich irgendwelche andere Äxte besorgen noch? Irgendwann? Wir sind relativ nah an der Höhle 7. Also wir könnten uns eigentlich die moderne Axt holen. Ja gut, ist ja easy. Du musst ja nur an dem Verrückten Arm da vorbei. Der, wo nicht über die 2 cm Klippe springen kann. Ja, das einzige Problem ist halt einfach, ich glaube, sobald wir in der Höhle sind und so einen Mutanten nerven, kommen die auch raus. Ja, das glaube ich auch. Und da würde ich noch ein bisschen warten. Wir kommen jetzt mit den Sachen soweit zurecht. Wir haben halt auch den Vorteil, weil wir uns halt echt saugut auskennen in dem Spiel. Wir wissen seit heute, dass man mit einem Schildkrötenpanzer sich verteidigen kann. Ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht gezeigt, ne? Ah, Scheiße. Stimmt, das war ja in der kaputten Aufnahme. Komm mal ran, ich hab ihn in der Hand. Ja, warte, Moment, ich bin ja gerade hier oben, siehst mich ja, schau dich gerade im Baum. Ja. Du kannst sogar schlagen mit dem Schildkrötenpanzer. Echt, wie? Ja, mit der linken Maustaste, du Depp. Echt? Ja, schau. Warte. Lol. Ja. Und mit der rechten kann krieg man blocken. Krieg ich Schaden? Mach mal. Oh, lol. Ja, ich krieg Schaden. Und da kann man blocken. Ich zeig's auch mal schnell. Also mit L equippen. Und dann rechtsklick halten, dann lässt hoch. Dann hast du ein Schild. Ja, warte. Und was mit linksklick angreifen? Lol. Au. Geil. Ja, auf alle Fälle. An alle, die es noch nicht wissen, jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es auch, ja. Es wird Abend und ich habe meinen Schlitten verloren. Ich habe kein Fähnchen dran gemacht. Da vorne ist er. Oh no. Mach mal schnell eine Fahne dran.
Da ist jetzt eine grüne Fahne dran. Sieht man im Wald hervorragend. Ja, das ist logisch.